kann es tatsächlich sein, dass man ins Fitnessstudio geht und man hat danach massive Rückenschmerzen. Wie kann sowas passieren? Ist das Fitnessstudio allein dran schuld? Was für Faktoren tragen dazu bei, dass es dazu kommen kann, dass man Rückenschmerzen bekommt? Und dazu möchte ich jetzt kurz und knapp darauf eingehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, drei sind mal ganz wichtig. Die erste Variante ist, wurdet ihr im Fitnessstudio lange genug eingewiesen? Das heißt, hat man sich die Mühe gemacht, euch mindestens 4 bis 5 Mal Minimum an den entsprechenden Trainingsgeräten einzuweisen, zu zeigen, auf was ihr Rücksicht nehmen müsst. Wenn ihr nur 1 oder 2 Mal eingewiesen wurdet, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass sich hier Fehler eingeschlichen haben. Dass durch diese Fehler, durch diese Bewegungsfehler Rückenschmerzen entstehen können. Nummer 1. Nummer 2. Wurden euch die richtigen Trainingsgeräte gezeigt für euer Vorhaben? Wurdet ihr im Vorfeld, bevor ihr an die Trainingsgeräte gelassen wurdet, auch mal angeguckt, ob ihr muskuläre Defizite habt, ob ihr Schonhaltungen habt? Oftmals zum Beispiel so, dass der Schultergürtel bei vielen Menschen zu schwach ist, weil sie den ganzen Tag körperlich nicht arbeiten, sie sitzen den ganzen Tag. Und dann kommt es dazu, dass wenn die sitzen, natürlich, dass sie zum Rücken sitzen. So, da ist die Frage, wurde das berücksichtigt? Oder manche Menschen haben eine Beinlängendifferenz. So, und da kann es sein, dass man die erstmal zum Orthopäden schicken muss, zum Einrenken. Das gibt's, das kommt ganz oft vor. Dann gibt es Menschen, die haben zu starke Beckenkippung. Die Lendenlordose, das Becken ist zu weit nach vorne, ich habe ein zu hohes Hohlkreuz. Das sind alles Dinge, die sollte man berücksichtigen. Entsprechend dessen sollte der Trainingsleiter darauf eingehen und entsprechend die richtigen Übungen aussuchen. Das ist natürlich auch ein Faktor. Das kann auch dazu führen, falsche Übungen können zu Rückenschmerzen führen. Drittens, wurde euch gesagt, wie schnell sollt ihr euch bewegen? Das heißt, wie schnell soll man die Bewegung ausführen? Ein ganz großer Fehler, der immer wieder passiert, das sehe ich immer wieder in Fitnessstudios. Ist auch selbst, wenn ich hier mit meinen Leuten trainiere, ich muss immer sagen, macht langsamer. Ihr seid zu schnell. Ihr kommt aus der Arbeit raus, seid noch in eurer Arbeitstaktung und dann wollt ihr genau die gleiche Geschwindigkeit bei den Bewegungen ausführen. Was passiert? Zu hektische, zu unkontrollierte Bewegungen. Und diese zu hektischen, zu unkontrollierte Bewegungen, die können dazu führen, dass man natürlich sich hier und da eine leichte Verletzung zuziehen kann. Dann kommt es nur zu, oftmals passiert es auch, dass Menschen gerade im Anfangsbereich zu häufig trainieren, zu oft mit so großer Gewichtsbelastung und das wiederum führt auch dazu, dass manche Menschen Rückenverspannung bekommen. Dann ist die Frage, wurde euch gezeigt, wie man dehnt, wie man stretcht? Das sind alles so Dinge, die sollte man wirklich mal nachhaken. Und deswegen die wichtigsten Tipps von mir. Wenn ihr ein Fitnessstudio euch anmeldet, besteht darauf, dass ihr mindestens 4 bis 5 bis 6 Mal eingewiesen wird. Dass man euch ganz genau zeigt, wie man die Bewegung richtig ausführt. Zweiter Tipp. Achtet darauf, dass wenn ihr in ein Fitnessstudio geht, dass ihr auch angeschaut werdet. Dass die Leute auch gucken, wie seid ihr gebaut, habt ihr muskuläre Defizite. Und das sieht man natürlich nicht im Parker und nicht mit der Pudelmütze auf dem Kopf. Sondern sieht es, wenn die Leute in eng anliegender Sportkleidung da sind. Da guckt er einmal durch und da fällt einem guten Trainer relativ schnell auf, dass da vielleicht ein paar muskuläre Defizite vorhanden sind. Dass vielleicht sogar auch die ein oder andere Gelenkfehlstellung da ist. Und dann muss man abwägen, ob man euch erstmal zum Orthopäden schickt oder ob man direkt, wenn man das Wissen dazu hat, auch gewisse Dinge auslässt, gewisse Übungen macht oder vielleicht sogar mit dem einen oder anderen erstmal mit Mobilitätstraining anfällt oder vielleicht so den einen oder anderen sogar vor dem Training dehnt, weil er komplett verklebt ist. Das sind alles Dinge, wo ihr darauf achten müsst und das seid ihr auch mitverantwortlich, weil ihr wisst ja, freiwillig bekommt man oftmals nichts und erst wenn man nachfragt. Also seid so selbstbewusst und fragt nach in den Fitnessstudios, fragt gezielt nach und dann bin ich mir sicher, dass das Vorhaben, ins Fitnessstudio zu gehen, auch über 14, über 50 Jahren, sich lohnt. Das kann ich euch garantieren. Ich sehe es an meinen Kunden. Die kommen nach 4, 6 Wochen und sagen, Andreas, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Andreas, ich habe ein Körpergefühl zwischenzeitlich, das ist unglaublich. Ich bin schmerzfrei im Rücken. Ja. Ich fühle mich wohler, ich kann viel mehr leisten und dafür ist das Fitnessstudio da. Dafür ist die körperliche Belastung da und nicht, dass ihr nachher mehr Schmerzen habt, wie ihr vorher gehabt habt. Freunde,
Das war's schon wieder von mir, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Immer mit dem Motto: Deine Fitness, meine Aufgabe. Bis bald.